So, hallo. Freut mich, dass so viele Leute tatsächlich gekommen sind, um sich Dinge über Wala anzuhören. Kennt jemand Wala hier drin schon oder hat schon mal was davon gehört? Ein, zwei Leute? Cool, dann freut es mich darauf, euch neue Dinge erzählen zu können. Was mich mit diesem Vortrag erreichen möchte, ist es, Wala euch näher zu bringen, erstmal vorzustellen. Dann kursieren ein paar Gerüchte über Wala, mit denen ich aufräumen möchte. Und ich möchte euch so ein bisschen durch den Prozess durchwalken, wie ich denn mit Vala Anwendungen tatsächlich schreibe. Also sprich, ich möchte nicht nur die Sprache beleuchten, sondern ich möchte so ein bisschen das Ökosystem um Vala herum beleuchten. Also sprich, was gibt es an Bildsystemen, die wir verwenden können? Oder dann habe ich ein paar Beispiele für ein Bildsystem mitgebracht, wie man damit so arbeitet. Dann möchte ich anschauen, wie man Libraries schreibt oder wo Vala besonders tolle Vorteile hat, wenn man Libraries für andere Projekte schreiben möchte. Und ich habe das so als Lernprozess versucht zu designen und ich würde euch bitten, falls ihr irgendwas nicht versteht oder falls euch irgendwie eine Information fehlt, dem Ganzen zu folgen, sofort zu fragen. Ich werde dann eure Fragen fürs Video wiederholen. Hallo Internet. Und dann können wir gemeinsam da uns dieser Sprache ein wenig nähern. So, erstmal wollte ich Hallo sagen, ein bisschen was zu mir. Warum stehe ich hier? Warum rede ich über Vala? Das hat den Grund, dass ich Open Source Projekte mache, unter anderem libgtkflow, libhttps everywhere und ich habe da mal so einen Browser geschrieben, der gerade auf GitHub so ein bisschen vor sich hin vegetiert, aber hoffentlich bald wieder Fahrt aufnimmt. Und ich habe da so ein bisschen Erfahrung gesammelt und die würde ich gerne mit euch teilen. Für mich ist Vala zum besten Produktivitätstool geworden, das ich so kennenlernte. Das hat damit angefangen, als ich meinen Fachinformatiker machte, hatte ich ein paar Kumpels, mit denen ich regelmäßig so Projekte zusammengeschrieben habe und irgendwann haben wir so gefunden, dass dieses PHP irgendwie komisch ist, weil, naja, das macht irgendwie jeder und wir haben uns dann mal überlegt, was könnten wir denn für unsere gemeinsamen Projekte so als Sprache hernehmen und haben verschiedene Sachen evaluiert. Damals waren so D, das ist so eine andere, also so sollte ein C-Nachfolger werden, hat es aber nie ganz geschafft. Vala war mit im Rennen und so Sachen wie Rust und Go gab es damals noch nicht. Also die waren damals noch nicht reif für den tatsächlichen produktiven Einsatz. Also ich programmiere viel mit Vala, deswegen stehe ich heute hier. Und dann möchte ich euch erstmal Vala selbst vorstellen. Das ist eine Sprache, die wurde von Jörg Billete erfunden, damals im Rahmen von GNOME. Und das ist auch schon Valas größtes Stigma. Es heißt nämlich immer, Vala ist diese komische GNOME-Sprache. Aber dass Vala General Purpose ist, werden wir in den weiteren Folien sehen. Der Grund war damals, dass alle GNOME-Projekte in C geschrieben waren. Damit C konnte man gut GTK programmieren. Das ist quasi diese Oberflächenlibrary, mit der GNOME-Programme geschrieben werden. Und C, wenn man da wirklich grafische Programme drin schreiben möchte, das wird unglaublich verbos. Man muss sehr, 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 sehr viel schreiben. Und da haben sie sich überlegt, okay, wie könnten wir das besser machen? Und was der Jörg dann versucht hat, war eine Sprache zu entwickeln, die sich ähnlich bedient wie C-Sharp und Java. Also hat versucht, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, wo es viele Entwickler gibt. Und das werden wir nachher in der Syntax auch sehen, dass da sehr viele Überschneidungen existieren. Hier steht jetzt eine einfach benutzbare Sprache für das G-Object-Type-System. Ich möchte kurz ein paar Worte darüber verlieren, was denn das G-Object-Type-System ist. G-Object ist eine Library, die baut auf die glib auf. Das ist quasi diese Standard-Library für C. Und mit der kann ich in C objektorientiert programmieren. C an sich ist ja erstmal nicht objektorientiert. C ist prozedural. Das heißt, wir haben da unsere Statements und unsere Funktionen. Aber C kann ja auch Structs und wir können uns quasi selbst Regeln setzen, dass wir in C objektorientiert programmieren. Das heißt, wir definieren unsere Structs, das sind unsere Objekte, da wird unser State drin gespeichert und dann definieren wir ein paar Methoden drumherum, die quasi immer einen Pointer auf so ein Struct entgegennehmen und dann auf diesem Struct operieren und das sind dann unsere Methoden. Dann haben wir noch ein paar spezielle, die quasi diese Structs erzeugen für uns und ein paar initiale Operationen machen und das nennt sich dann Konstruktor. Und dann haben wir noch welche, die Aufräumaktionen machen und das sind dann Destruktoren. Und genau, jetzt ist das so, dass G-Object nichts anderes ist als einerseits eine Library, die mir diesen Vorgang erleichtert und einen Satz von Regeln, wie ich denn C-Code zu schreiben habe, dass der möglichst standardisiert, leserlich und objektorientiert bleibt. Nichts anderes ist G-Object. Vala ist stark typisiert.
folgt dem prozeduralen und dem objektorientierten Paradigma und hat Einflüsse aus C, C-Sharp und so ein bisschen aus der funktionalen Welt, da es tatsächlich auch Closures gibt. Aber das führt für diesen Vortrag zu weit. Wollen wir mal anschauen, wie so ein Vala-Programm entsteht. Vala ist kein Compiler selbst, sondern Vala erzeugt C, also die Object-basiertes C. Ich habe Vala-Source-Code, der geht durch den Vala-Compiler, der heißt Valak auf der Kommandozeile. Dann fällt da C-Quellcode bei raus und dann jage ich den durch einen C-Compiler meiner Wahl. Das kann GCC sein, das kann LLVM sein, das ist Vala ziemlich egal. Das liegt dann daran, wie wir unser Bildsystem so designen. Und dann wollte ich mit euch ein bisschen Syntax gucken. Da habe ich mal angefangen, mal so die Main-Methode aufzuschreiben, weil die Main-Methode auch sehr schön illustriert, wie Methoden generell in Vala geschrieben werden. Wir haben zuerst auf der linken Seite quasi unseren Access Modifier, wie wir das aus C-Sharp und Java kennen. Da wird quasi gesagt, aus welchem Scope ich auf diese Funktion zugreifen kann. Static bedeutet, dass die Methode nicht an einem Objekt klebt, sondern einen allgemeineren Kontext hat. Dann folgt der Rückgabewert, in diesem Fall eine Ganzzahl. Dann kommt der Name der Funktion. Und ganz am Schluss kommen quasi die Parameterliste. Die Parameter sind im Falle der Main-Funktion quasi die Argumente, die ich von der Kommandozeile übergeben bekomme. Vala ist relativ leger, was dieses Explizitschreiben angeht. Also alles, was wir nicht brauchen, können wir auch weglassen. Da ist Java ja ein bisschen strikter. Sobald da irgendwie ein Modifier fehlt, sagt uns das, du hast das nicht geschrieben, du hast das nicht geschrieben. Und man hat am Ende immer solche langen Ausdrücke und Zeilen, die man eigentlich gerne kürzer haben wollen würde. So. Dann habe ich mal was über Kontrollstrukturen. Das hier ist das ganz klassische if-else-if-else. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Das ist relativ C-ähnlich. Also ein if-Keyword sagt, wir wollen hier spalten. Dann kommt eine Bedingung hier und innerhalb von diesem Block kommen dann die Statements, die ausgeführt werden sollen. Dann haben wir eine zweite Bedingung, falls die erste nicht wahr wurde, wird diese Bedingung geprüft. Dann kommt wieder eine Anweisung, die sagt, was in diesem Fall geschehen sollte. Und dann noch ein Block nach einem else, der sagt, was im Fall passieren soll, dass keine von den vorangegangenen Bedingungen erfüllt wurde. Unten haben wir noch einen ternären Ausdruck. Das ist quasi die Kurzschreibweise, falls ich irgendwelche Wertzuweisungen machen will. Also sprich, wir betrachten mal, also das hier ist eine Variablenzuweisung. Wir betrachten mal den Part hier. Das heißt, wenn x null ist, also leer, dann schreibe 1 in diesen Wert und wenn es nicht null ist, dann schreibe x in diesen Wert rein. Also damit lassen sich zum Beispiel relativ gemütlich Default-Parameter setzen, wenn man sie setzen möchte. Dann haben wir hier mal so ein klassisches Switch-Case. Da vergleiche ich quasi einen Wert, den ich reinbekomme, gegen verschiedene Konstanten. In C ist das so, dass die einzigen Typen, die ich da vergleichen darf, chars sind oder ints. Hier hingegen kann ich alles reinschmeißen. Die einzige Bedingung ist, es muss konstant sein. Das ist in manchen Fällen richtig praktisch, weil ich kann dann direkt gegen Strings vergleichen, ohne mir irgendwelche Sachen noch dazu definieren zu müssen. So, da haben wir jetzt ein paar Schleifen. Ich habe also diese Schleifen, muss ich dazu sagen, die machen jetzt aus programmiertechnischer Sicht nicht unbedingt Sinn. Der Sinn dieser Folie ist es, so viele Keywords wie möglich unterzubringen, damit man ein bisschen was von der Sprache sieht. Also wundert euch nicht. Wir haben am Anfang eine Schleife, die bis 23 hochzählt, von 0 bis 22 hochzählt. Das ist quasi die Initialisierung. Dann haben wir eine Abbruchbedingung. Und dann ein Inkrement, also hier wird quasi die Variable, die wir hochzählen, inkrementiert. Hier wird sie gedruckt und hier sagen wir noch, mach mit der nächsten Schleifeniteration weiter. Dann wir haben hier eine Schleife, die einmal LOL ausgibt. Solange diese Bedingung hier wahr ist, true ist immer wahr, wird diese Schleife weiterlaufen und einmal LOL printen, aber wir sagen hier direkt break, das heißt, verlasse die Schleife und mache mit dem Code da weiter, wo die Schleife aufhört. Und am Schluss gibt es noch etwas Praktisches, nämlich ein for-each. Mit einem for-each spare ich mir quasi die Abfrage, wenn ich über ein Array iterieren will oder über irgendwas, ein iterable, dann kann ich mir den Aufruf an die Länge sparen. Und
kann direkt über die in dem Array oder der Liste enthaltenen Elemente drüber iterieren. So, noch was kurzes Objektorientiertes. Das hier ist die Klasse Schnork und Schnorks werden gefuppt. Ich weiß nicht, ob hier jemand das Buch Weniger schlecht programmieren vom O'Reilly Verlag, ich habe die Autoren leider vergessen, tut mir leid, gelesen hat, aber ich fand das sehr schön. Wir haben hier jedenfalls eine Klasse, die einen Schnork repräsentiert und die Klasse merkt sich in einer sogenannten Eigenschaft, also das ist kein Attribut der Klasse, sondern es ist eine Property, die kann ich, die hat einen Default-Wert, die kann ich setzen und getten. Und die wird manipuliert von einer Methode, die FUP heißt. Und jedes Mal, wenn wir den Schnork fuppen, wird die TimesFupped-Property um 1 inkrementiert. Außerdem gibt es ein weiteres Konzept, das ich euch in dieser Folie zeigen möchte, nämlich Signale. Signale lassen uns nämlich eventbasiertes Programmieren machen. Java verwendet hierbei die ganze Zeit irgendwelche Interfaces, die ich in meiner Klasse implementieren muss und die eventuell auch relativ ungemütlich sind. Das ist ein ziemlich direkter, also ist ein direkterer Weg. Ein Signal ist erstmal nichts anderes in meiner Klasse als eine Funktion, also eine Methodensignatur ohne Body hinten dran. Das heißt, ich habe auch wieder einen Access Modifier, also wer darf auf dieses Signal zugreifen. Ich habe das Keyword Signal, das für den Compiler die Methode von anderen unterscheidbar macht. Ich habe einen Rückgabewert und ich habe einen Namen. Und eine Parameterliste, die in diesem Fall leer ist. Und auf dieser Folie sehen wir weiterhin die erste Pitfall, die ich anführen möchte. Nämlich hier oben sehen wir noch die Syntax für Vererbung. Mein Schnork erbt von der glib-object-Klasse und jedes Object in diesem G-Object-Type-System, das diese tollen G-Object-Features nutzen möchte, muss von dieser Klasse erben. Das passiert leider nicht implizit, das müssen wir explizit jedes Mal angeben. Also wenn ihr jemals irgendwie ein Signal definiert und irgendwie reagiert da nichts drauf, dann liegt das höchstvermutlich daran, dass ihr nicht von glib-object geerbt habt. Und in der nächsten Folie schauen wir uns an, wie das Signal benutzt wird. Ah, eine Frage. Ja. Ah, Katrin Passage. Also hier kommt gerade der Hinweis rein, wer denn weniger schlecht programmierend geschrieben hat. Und das sind Katrin Jasic, Passig und? Johannes Janda. Dankeschön. Ja, hier sehen wir, wie wir dann so einen Schnork und sein Signal dann überhaupt benutzen. Wir instanzieren uns erstmal einen Schnork. Das passiert mit hier mit dem New-Operator und dann wird quasi die Klasse und zwei Funktionsklammern, um den Konstruktor aufzurufen, abgesetzt. Und das speichern wir in einer myschnork-Variable. Und diese Variable, sehen wir hier, wird statt mit einem expliziten Typen mit var initialisiert. Also sprich, wir haben quasi Typinferenz. Wenn eindeutig ist, was hier für ein Typ rauskommt, müssen wir nicht explizit hier hinschreiben, von was für ein Typ unsere Variable ist. Macht auch einiges an Schreibarbeit, meistens besser, wenn wir irgendwann mal bei einer komplexeren Architektur längere Klassennamen haben. Gut, in der nächsten Zeile connecten wir das FUP-Signal auf eine Methode, auf eine Funktion, die darauf reagiert. Also jedes Mal, wenn mein Schnork gefuppt wird, führen wir das aus, was in der Klammer steht. Das kann entweder so ein Closure hier sein oder es kann tatsächlich eine Funktion sein, die irgendwo in unserem Code steht. Genau, dann wird einfach geprintet, dass der Schnork gefuppt wird. Jetzt gibt es im G-Object-System noch eine wesentlich coolere Funktion. Das hier war so ein Beispielsignal. G-Object bringt dieses Beispielsignal sogar schon selber mit. Das müssen wir eigentlich gar nicht implementieren, weil auf ein Change von der Variable reagieren ist jetzt ein relativ allgemeiner Fall. Das sollten wir nicht selber tun müssen. Deswegen gibt es das Notify-Signal direkt von glib. Da kommt quasi ein Parameter mit dazu, also so ein Array-Zugriffsparameter, welche Property wir denn beobachten wollen. Und dann wird auch auf die wieder connected und von da aus funktioniert es gleich. So, eine Frage. Der muss zu dem Zeit auflösbar sein, zu der das Signal gebunden wird, also zur Runtime. Ja,
Dann habe ich noch eine Folie über Generics, das werde ich ganz kurz ansprechen. Also wir können Container bauen, das kennt man vielleicht von C++ so ein bisschen. Also wir können Klassen bauen, denen wir Typen übergeben können, mit denen diese Klassen hantieren. Das wird quasi zur Compile-Zeit aufgelöst, wie die Klasse das tut. Also sprich, wir können dieser Klasse hier einen Typ T mitgeben. Das kann Int sein, das kann String sein, das kann auch eine von unseren Klassen sein. Und ab diesem Zeitpunkt kann diese Klasse, wenn sie dann instanziert wird, hier eine Variable dieses Typs in einer Property namens Contained Object handeln. So, ich habe noch eine unvollständige Liste ausgelassener Themen, weil die Zeit dafür einfach nicht reicht. Es gibt noch asynchrone Methoden. Es gibt Contract-Based Programming, ist auch ein sehr interessantes Konzept und hat also in die Syntax auch integriert Syntregexes. Möchte ich nicht unerwähnt lassen. Gleich hier möchte ich mal ein paar Ressourcen ansprechen, die man auf jeden Fall haben sollte, wenn man den Vala programmiert. Das Wichtigste ist dieses Vala-Tutorial, das offizielle auf dem GNOME-Wiki. Das macht jeden Aspekt der Sprache einmal durch und man hat danach einfach irgendwie alles drauf, was so verfügbar ist. Und dann ist direkt danach wichtig valadoc.org. Das ist die Referenz-API-Dokumentation. Also sprich, da sind alle Libraries gelistet, mit denen ich so mit Vala arbeiten kann. Und das ist schon inzwischen eine ganze Menge geworden. Dann gibt es noch ein GitHub-Repository, das ich hier aufführen möchte. Das ist Vala ExtraVapis von Nemeku. Und da lagern ganz viele Library-Bindings, die noch nicht so gut getestet sind, dass sie in die offizielle Distribution dürfen, aber meistens auch schon relativ gut funktionieren und auch mal irgendwie an exotischeren Kram ranbinden. Ansonsten gibt es noch den bacilla.gnome.org. Da finden wir das Vala-Projekt. Eventuell ist es inzwischen auf Gnomes GitLab gemoved. Ich hatte leider nicht mehr die Zeit, das nachzusehen. Aber falls ihr auf Bugzilla seid, werdet ihr dann automatisch weitergelinkt. Diese Seite erzähle ich euch, weil man da Bugs an Vala melden kann. Und dann gibt es am Schluss noch den IRC-Channel auf irc.gnome.org. Da findet man ganz viele freundliche Leute, die Vala machen, die immer hilfsbereit sind und euch helfen, wenn ihr mal Probleme habt. Und dann wollte ich mal zu den Applikationen gehen. Wir programmieren uns mal eine Applikation. Und in solchen modernen Applikationen sind UIs immer sehr wichtig und deswegen wollte ich mal mit so einem Gerücht aufräumen. Und zwar habe ich das öfteren gehört, wenn ich mit Leuten rede und ich sage, ich mache GTK, dass die dann sagen, was? Oh nein, da musst du ja alles irgendwie manuell von Hand schreiben. Und das hält sich echt hartnäckig. Und deswegen zeige ich euch mal den ursprünglichen Weg, wie man das gemacht hat, manueller UI-Bau mit GTK. Da initialisiere ich zuerst GTK. Erzeuge dann die UI-Elemente, die ich brauche. In diesem Falle zum Beispiel ein Window, also ein Fenster, das auf dem Desktop gerendert wird. In dieses Fenster möchte ich einen Button platzieren, der beschriftet sein soll mit FUBAR. Ich möchte, dass dieser Button irgendwas tut, wenn ich drauf klicke. Also wir erkennen unsere Signal-Syntax wieder. Der Button hat ein Signal klickt, auf das connecte ich, und zwar nämlich die Click-Action, die ich hier oben definiert habe. Dann möchte ich zu meinem Window den Button hinzufügen. Ich möchte, dass alles auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ich möchte dem Window noch wie sagt man, eine Margin so an der Seite geben, dass das nicht so gedrückt ausschaut. Und ich möchte noch einen Titel ins Fenster setzen. Und jetzt kann man sich vorstellen, das ist eine unglaublich triviale Anwendung und man kann sich vorstellen, wie das ausartet, wenn man tatsächlich seinen kompletten GUI-Code so schreiben muss. Ist ein bisschen blöd. Kann ich auch verstehen, diese Kritik, dass Leute das nicht verstehen. Aber zum Glück sieht das in der Realität inzwischen besser aus. Da gab es so einen Zwischenschritt, und zwar UI-Bau mit GTK-Builder. Da habe ich hier so eine Applikation, die heißt Glade, mit der kann ich meine UI auf einmal zusammenklicken. Alles, worauf ich achten muss erstmal, ist, dass ich meinen Steuerelementen, die ich mir hier zusammenklicke, sinnvolle IDs gebe, weil die muss ich später im Programm wissen, damit ich mit diesen Elementen tatsächlich hantieren kann. Und wenn Glade, oder wenn ich fertig bin, mit Glade Dinge zu bauen, dann fällt da XML raus. Das hier ist im Endeffekt XML, die genau dasselbe beschreibt wie das, was wir vorhin gesehen haben. Da steht dann drin, dass es einen Button gibt, der innerhalb eines Windows ist und die haben verschiedene Parameter gesetzt, also verschiedene Properties schon mit Werten voll definiert. Und die möchte ich jetzt im Code benutzen. Der Code dazu sieht so aus, dass ich mir zuerst einen GTK-Builder baue. In diesen Builder lade ich mir eine UI-File rein. UI ist quasi dieses XML, was wir gerade gesehen haben.
Und dann kann ich Signale, die ich vorher in Glade definiert habe, durchconnecten mit Funktionen, die ich in meinem Code habe, die auf diese ganzen Signale reagieren. Und am Schluss kann ich mir noch mein Window aus dem Builder rausziehen mit GetObject. Und hier brauche ich diese ID, die ich vorhin vergeben habe, und kann sie am Schluss anzeigen. Also sprich, egal wie viele Steuerelemente wir haben, der effektive Programmcode wird nicht mehr so hart aufgebläht wie vorher. Und jetzt kommt noch der Königsweg, nämlich GTK Templating. Und da sieht das Ganze so aus. Bei GTK Templating, das ist so WALA exklusiv, das habe ich jetzt bisher noch in keiner anderen Sprache gesehen, dass das funktioniert, arbeite ich mit Annotationen. Ich fange an, mein Window als Klasse zu designen erstmal. Ich sage, mein Window ist ein GTK-Window, Punkt. Und dann sage ich hier drüber, dass dieses Window von einem Template aus einer UI-Datei gefüttert wird. Dann sage ich, was hier denn so drin ist. Und dann sage ich, hey, du bist ein GTK-Child in dieser Annotation. Und diese Entry hier, die Tatsache, dass diese Property Entry heißt, ist quasi dann, bezieht sich auf die ID von dem Steuerelement, die ich in der UI-File vergeben habe, in meinem UI-Designer. Und das hier ist das dritte im Bunde, nämlich ein GTK-Callback. Das heißt, es ist ein Signal, wo ich von meinem UI-Editor draufbinden kann. Im Endeffekt sieht das wesentlich aufgeräumter aus als alles, was wir vorhin hatten. Und das ist State of the Art. So baut man GTK-UIs heute. So, um das zum Funktionieren zu bringen, müssen wir zwei Dinge noch in unseren Bildprozess einbauen, den ich jetzt ansprechen werde. Und zwar sieht man hier, dass das hier oben irgendwie kein ordentlicher Pfad ist, sondern das ist ein sogenannter Ressourcenpfad. Und Ressourcen möchte ich hier mal kurz erklären. Ressourcen sind die Möglichkeit, Datendateien mit in unseren Code einzubetten, dass sie nicht als Dateien rumfahren, die ich manuell irgendwie laden muss, quasi zur Laufzeit reinstreamen muss, irgendwo ablegen muss, sondern diese ganzen Datendateien werden gesammelt und mit einem Resource-Compiler in C-Code verwandelt. Und diesen C-Code kann ich dann über eine Library direkt in der Binary quasi laden. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein Tool, um diesen ganzen Mist zu orchestrieren, weil wir haben jetzt schon WALA, wir haben GCC und wir haben diesen Resource-Compiler. Und ihr könnt euch vorstellen, das wird ziemlich stressig, das manuell zu machen und jedes Mal da Compiler-Befehle einzugeben. Deswegen möchte ich euch ein Bildsystem vorstellen. Ich habe lange gesucht. Ich hatte AutoMake, ich hatte CMake, ich hatte WAF, ich hatte wie hieß denn das nochmal? Es war irrelevant. Meson ist der Weg zu gehen. Meson habe ich 2016 kennengelernt auf der GUADEC und das macht einen sehr überzeugenden Job. Hat sehr, also nicht uncluttered Code und erinnert sehr an Python, was es sehr angenehm macht, damit zu arbeiten. In einem kleinen Meson-Exkurs möchte ich euch mal kurz durch ein Library-Projekt von mir leiten. Wir haben hier tatsächlich Code aus der lib-HTTPS Everywhere. Den möchte ich euch mal kurz zeigen. Ganz am Anfang definieren wir ein Projekt. Dann sagen wir, das Projekt hat einen Namen. Dann sagen wir, welche Compiler wir brauchen. In unserem Fall WALA und C. Und dann können wir da quasi noch eine Version bestimmen. Dann können wir auf Package-Config dependen, um quasi um zu überprüfen, ob unsere Libraries, die wir als Abhängigkeiten brauchen, da sind. Und dann definiere ich hier noch API-Versionen, die quasi eingetragen werden, dass die einmal konstant definiert sind und ich sie nur an einer Stelle ändern muss. Und dann kann ich noch sagen, hier die Dependencies, kann ich meine Dependencies hier reinholen mit Dependency-Klammer auf. Das hier ist der Package-Config-Name. Und ich kann Subdirs includen, zum Beispiel unser Source Directory. Am Ende kann ich noch selbst für dieses Paket, was ich gerade baue, einen Package-Config-File generieren, damit ich die Library wieder in anderen Projekten gemütlich einbinden kann. Und am Schluss kann ich noch sagen, was hier an Daten so installiert werden soll. Und jetzt geht es aufs Source-Level. Also das hier war gerade die Meson-File auf der Root-Ebene meines Projektes. Und jetzt gehe ich mal quasi in den Source-Ordner und schaue mal an, was da passiert. In den ersten 5 Zeilen werden einfach die Source-Files zusammengetragen. lib-HTTPS Everywhere ist recht einfach. Dann bestimme ich einen Namen für eine G-Object-Introspection-File. Da kommen wir gleich im nächsten Kapitel drauf zu sprechen. Und
Im nächsten Schritt wird tatsächlich diese Library kompiliert. Also ich gebe dir einen Namen. In dem Fall ist das HTTPS Everywhere plus die API-Nummer, damit wir quasi mehrere API-Versionen parallel später installiert haben können. Dann sage ich, was ist die Source? Und dann kommen noch quasi Keyword-Arguments. Also sprich, ich baue die Dependencies da ein. Ich sage ihm, er soll eine G-Object Introspection File bauen. Er soll den C-Header dabei raus generieren. Der wird nämlich sonst gelöscht. Ich sage, diese Library, die daraus entsteht, soll installiert werden, wenn ich dann meinem Build-System sage, installiere das mal auf der Festplatte. Und ich sage ihm noch, was für eine Library-Version das ist. Die habe ich auch vorher definiert da. Dann gibt es noch die Möglichkeit, G-Object Introspection einzusetzen. Das ist eine coole Möglichkeit, um Aufwand zu vermeiden, Bindings generieren oder manuell schreiben zu müssen. Das passiert hier in der ersten Zeile. Also das passiert hier in diesem Abschnitt. Und da sage ich quasi, ich möchte ein Custom Target. Also ich sage dem Build-System, hey, ich möchte ein Custom Target. Das heißt, ich kann manuell da Shell-Befehle reinschmeißen. Und ich benutze kein Template, das das Build-System mir vorgibt. Am Schluss, also ich möchte darauf jetzt momentan nicht eingehen, weil ich darauf später zu sprechen kommen werde. Und hier sei nur kurz angesagt, es besteht auch die Möglichkeit, mit Vala-Doc also automatisch Dokumentation für die Module zu generieren, die wir schreiben. Das ist noch ein Workaround, den möchte ich kurz als Pitfall erwähnen. Wenn ihr eine etwas ältere Meson-Version habt, dann gab es damals ein kleines Problem, nämlich dass der Install-Headers-Command erwartet hat, dass wenn ich ihm sage, installiere mal bitte eine Header-Datei, dass die bereits existiert vorm Bilden, was natürlich bei Vala nicht funktioniert, weil wir die HTTPS-Everywhere.h erst dann generieren, wenn Vala schon durchgelaufen ist. Und das hat Meson nicht gefallen. Also wenn jemand mit einer älteren Meson-Version noch rumrennt, ihr erspart euch damit einen Haufen Ärger. Und wie mache ich jetzt so ein Template dann für unsere Anwendung, möchte ich noch kurz auf das Namensmapping zwischen Vala und C zu sprechen kommen. So werden Klassennamen zwischen Vala und C gemappt. In Vala habe ich einen Namespace definiert und der heißt foo, in dem befindet sich eine Klasse bar. Dann wird das C-Struct, auf das sich das bezieht, foobar heißen. Also Camel Case und übernommen, und wäre dieses bar ein bar bass in Camel Case, wo die B beide groß sind, dann wären auch hier beide B groß. Und deswegen muss ich, damit dieses Beispiel von vorhin mit meinem Fenster funktioniert, den Klassennamen etwas umändern. Nämlich habe ich einen Namespace angelegt, der MyTool hieß vorhin im Code. Und deswegen muss mein Classname hier MyToolWindow heißen. Also nacheinander Namespace und dann der Klassenname von dem Template, auf das ich diesen Entwurf dann mappen möchte. So, ich habe ein paar Benchmarks mitgebracht, die möchte ich kurz durchspielen. Ich habe zwei Algorithmen programmiert in C, Python und Vala und die mal gegeneinander antreten lassen. Wir haben einmal Pi nach Monte Carlo, das ist eine Methode, um Pi zu berechnen. Und wir haben Quicksort, das ist ein Array-Sorting-Algorithmus. Pi nach Monte Carlo mit 10 Millionen Punkten und Quicksort mit 10 Millionen zufälligen Elementen. Das Ganze lief auf dieser Kiste hier mit 64-Bit Linux, Core i5, 2,7 Gigahertz. Lustigerweise hat mir LSCPU gesagt, dass eigentlich 3,4 Gigahertz sind. Möchte ich der Vollständigkeit halber noch dazu erwähnen. Bei Pi nach Monte Carlo sieht das so aus. Also man sieht, der Overhead zwischen, also die Python-Anwendung lief knapp über 0,5 Sekunden. Die Vala-Anwendung lief 0,8 irgendwas und die C-Anwendung in 0,5. Und dann haben wir noch Quicksort. Quicksort ist also da bei Quicksort, ich den Array erstmal initialisieren muss, den ich danach sortiere, kann es sein, dass ungerechte Fälle existieren, in denen quasi das eine Programm einen perfekt vorsortierten Array bekommt, was natürlich blöd ist. Deswegen habe ich quasi für jede Programmiersprache das Programm 10-mal durchlaufen lassen und dann den Durchschnitt genommen. Da sehen wir, dass C 0,25 Sekunden gebraucht hat, Vala hat 0,5 Sekunden gebraucht und Python dann irgendwie 5. Fast. So.
Ich habe schon mal angesprochen vorhin in meinem Bildsystem-Exkurs, dass wir ein paar andere Sachen machen können für Libraries. Also ein bisschen mehr als für Anwendungen, weil wenn ich so eine Anwendung raushaue, dann ist sie fertig. Aber bei Libraries ist es so, dass andere Programme meine Library benutzen möchten. Und ich muss denen ja möglichst gute APIs anbieten, damit die meinen Code benutzen können. Und deswegen gibt es da eine Technik, G-Object Introspection, die ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Das ist quasi eine Art und Weise, wie ich Libraries an meine Programme anbinden kann. Und das funktioniert so, dass die generierten Header von meinem Vala Compiler von einem sogenannten GIR, also G-Object Introspection Compiler, gelesen werden. Und der generiert dann quasi zuerst ein XML-File, das die API zu dieser Library beschreibt. Diese XML-File wiederum kann ich in Binärformat packen und viele, viele Programmiersprachen, unter anderem Perl, Python, JavaScript, Lua, etc., etc., haben dann Module, die diese binären API-Beschreibungen lesen können. Und ich hatte letztens eine Diskussion, ich möchte den Aslik grüßen, wir diskutierten im IRC, warum G-Object Introspection, oder ich habe verteidigt, warum G-Object Introspection eigentlich so cool ist, und ich konnte das damals nicht wirklich in Worte fassen, warum. Deswegen habe ich mal grob versucht, das zu formalisieren und habe mal geschaut, was müssen wir denn machen, wenn wir sowas beurteilen wollen. Deswegen habe ich vier Kategorien festgelegt, in denen ich das immer messen möchte. Setup, also quasi wie viele Aktionen muss ich als Nutzer machen, wenn ich so eine Library dann aufsetze. Dann Aktionen bei API-Änderungen. Wie viele Aktionen muss ich manuell machen, wenn ich tatsächlich meine API entweder ein neues Feature hinzufüge oder ein Parameter ändere oder so, also sprich, sich die API ändert und ich darauf reagieren muss. Wie viele Artefakte werden kreiert, also sprich, Dateien pro Sprache ist die, also ja, wie viele Artefakte pro Sprache brauche ich potenziell, damit das funktioniert? Und wie viele Dependencies hole ich mir rein? Und ich habe das mal hier so aufgeschrieben. Wir haben quasi bei manuellem Binding-Schreiben auf der Host-Sprache gar nichts zu tun. Also manuelles Binding-Schreiben heißt, ich greife über das Foreign Function Interface auf diese Library zu und schreibe dann manuell, knüpfe dann manuell an das Foreign Function Interface an. Und das ist so ziemlich die mühsamste Methode, das zu tun. Das sieht man auch schon hier. Ich brauche n Aktionen, wenn sich beim n Aktionen um für den Guest, also bei der Guest Language, um eine Sprache zu versorgen, weil ich für jede Sprache eine eigene Datei schreiben muss und diese manuelle warten muss. Also es sind auch sehr teure Ns. Dann API Changes bei Guest ebenfalls, weil ich für jede Sprache, die ich dran binden möchte, diese neue API-Änderung einmal einpflegen muss. Kreierte Artefakte ist ebenfalls n, weil ich pro Sprache ein Artefakt brauche. Dann gibt es die nächste Möglichkeit, und zwar Binding Generators, also sowas wie Swig. Swig ist sehr bekannt aus der C++-Welt, denn Swig generiert Python-Bindings zum Beispiel sehr gut an C++-Projekte ran. Da läuft es das so, dass ich einmalig Aufwand habe bei der Host-Sprache, also sprich C++, für die ich dieses Projekt aufsetze, und ich habe null Aufwand beim Guest. Und ich habe erst wieder auf, also jedes Mal, wenn ich was ändere, passiert das automatisch, weil ich baue Swig natürlich in meinen Bildprozess ein, muss nichts manuell tun, aber ich kreiere halt wieder n Artefakte pro Sprache und ich ziehe mir eine Dependency rein. Der Aufwand ist auch wieder n. Und für die Object Introspection sieht das folgendermaßen aus. Wir haben einmal die Host-Sprache, wir müssen einmal quasi das Bildsystem für die Object Introspection aufsetzen, müssen an der Guest-Sprache nie wieder etwas tun, wir müssen am Host nie was tun, wir müssen am API-Change nie was tun, und kreierte Artefakte ist auch konstant, weil ich nur ein einziges Mal diese Typelib rausschreibe und die von allen anderen Sprachen konsumiert wird. Und das ist der Grund, warum ich die Object Introspection so cool finde. Ja, es gibt auch einen weniger bekannten Classifier also einen Access Modifier, den ich ansprechen möchte, nämlich Internal. Internal ist quasi jedes Element, das sich in meinem variablen Namespace befindet, darf auf diese Property zugreifen. Und es gibt eine weitere Pitfall beim Schreiben von Libraries. Wenn ich Introspection benutzen möchte, darf ich eine bestimmte Gruppe von Dinge nicht benutzen, und zwar ist das alles, was mit Templates zu tun hat. Es gibt eine sehr tolle Collection- und Container-Library namens G in der Vala-Welt,
Die benutzt man sehr gerne, die schreibt sich auch echt angenehm. Ich würde allen Anwendungsentwicklern auch empfehlen, die zu benutzen, allerdings nicht bei Libraries, weil die benutzen Templates. Ich sage dieser Liste, hey, du hast da ein Int in dir und oder einen String. Und das ist nicht introspectable. G-Object Introspection kann leider noch kein Templating. Es gibt stattdessen die glib-list, die handelt sich ein bisschen clunkier, aber sie funktioniert. Ich kann von Python, von Perl, von JavaScript aus, kann ich diese dann benutzen und das funktioniert recht gut. Hier mal ein Aufruf, vielleicht hat der eine oder andere von euch irgendwie, sucht noch ein Projekt für seine Compilerbauvorlesung oder so. Es gibt einen sehr detaillierten Bug-Report zu diesem Thema. Die ganze Vorarbeit ist eigentlich schon gemacht. Da hat jemand sehr detailliert aufgeführt, was denn zu machen wäre, damit die Object Introspection jetzt dann Templates können sollte. Vielleicht hat ja irgendjemand Bock, das mal als Projekt so anzugehen. Ja, kommen wir zu Bindings. Wie binde ich denn Code an Vala? Das mache ich mit sogenannten WAPI-Files. WAPI-Files haben auch so Annotations, wie wir das beim GTK-Templating schon gesehen haben, nur dass ich diesmal nicht Metadaten über GTK oder UI-Informationen gebe, sondern ich gebe dem Code, also dem Compiler, Metadaten darüber, wie er Dinge nach C übersetzen soll. So kann ich auch die verkorksteste Library noch irgendwie an Vala anbinden. Wir erinnern uns, alles wird C nach Vala und deswegen haben wir quasi eine gemeinsame Sprache, auf die wir uns da berufen können. Ich sage so einem typischen WAPI-Binding zum Beispiel, auf welche C-Header-File es sich bezieht und ich kann ihm sagen, dass er sich für eine bestimmte Klasse auf ein bestimmtes Struct beziehen soll. Ich kann ihm sagen, wie die Free Functions heißen, weil Speichermanagement wird uns von Vala ja dann abgenommen. In C müssen wir das manuell machen, deswegen müssen wir an dieser Stelle, wo wir ranbinden, quasi dem Speichermanagement sagen, wie es denn wieder ein Struct von unserem Arbeitsspeicher ordentlich entfernt. Dann habe ich hier noch eine Story of a Binding Fuck-Up. Und das ist so die What the fuck-Anekdote, die ich hier mitbringen möchte, weil ich kundtun möchte. Ich habe mal hier eine von meinen Libraries testen wollen, was die so kann. Das ist die, die im Hintergrund diese Flow-Graphen malt. Und ich wollte damit mal so ein Tool bauen, mit dem man Image-Filtering pipelinen kann. Und das habe ich dann getan und dann dachte ich mir, hey, es ist cool, ich verwende da eine Library, die es schon gibt. Die heißt Gaggle, die wird in GIMP verwendet. Und die ist echt nice, weil ich kann zur Laufzeit aus dieser Library die Filter und ihre Metadaten und alles, was die so können, rausziehen. Dachte ich so, hey, mache ich mir zunutze. Ich muss ganz wenig Code schreiben, weil alles liegt schon als Daten da. Ich brauche es nur noch konsumieren und benutzen. Und da gibt es dann so einen Typen, der heißt ParamSpec Double, der beschreibt mir quasi, wie eine Double Property aussieht, was die für Grenzwerte hat, was die für Default Values hat. Und sowas kriege ich von der Library quasi zurück, um eine bestimmte Eigenschaft eines Filters zu beschreiben. Als Beispiel zum Beispiel die Blur-Breite bei einem Gaussian Blur-Filter, also einem Weichzeichenfilter, kann ich bestimmen, wie weit soll geschmiert werden. Das wäre zum Beispiel so eine typische Property, die so ein Filter hat, die ich einstellen kann. Und über so ein Objekt wird die mir beschrieben. Jetzt heißt das in der glib, sehen wir hier diese Bindings, heißt das Ding ParamSpec Double. Was tatsächlich im Code stand damals, war aber folgendes. Ich weiß nicht, ob es ein Artefakt einer automatischen Generierung war oder ob jemand nicht aufgepasst hat. Jedenfalls stand hier das ParamSpec Double explizit drin und das führte dann zu folgender Compiler-Meldung. Hey, du versuchst hier G-Types ParamSpec zu verwenden, das ist undeclared. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Soweit, so gut. Die Resolution wäre jetzt im normalen Leben einfach irgendwie Bug-Report stellen und dann hoffen, dass es besser wird. Aber ich hatte da mal gerade zum Wochenende frei und ich wollte, dass das unbedingt funktioniert. Und dann habe ich einfach Folgendes gemacht. Wir erinnern uns alle. G-Object-Objekte sind im Endeffekt nichts anderes als C-Structs und C-Structs funktionieren nach ziemlich strikten Regeln. Deswegen habe ich mir Folgendes gemacht. Die Dokumentation beschreibt die Filter und ihre Properties sehr genau. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme mir mal eine so eine Property raus von zwei verschiedenen Filtern und gucke mir mal deren Max-Values an.
Dann könnte ich die ja theoretisch nach Hex konvertieren und könnte in meinem Speicher nachschauen, ob es tatsächlich diesen Max-Value, ob ich den irgendwo finde. Und wenn ja, ob es einen zweiten Filter mit einem Max-Value gibt, der seinen Wert genau an dieselbe Stelle schreibt. Und was ich dann rausziehen kann aus dieser Untersuchung, ist die Information, an welchem Offset denn so eine Property in so einem Struct drin liegt. Was ich dann gemacht habe, ist, dazu muss ich noch kurz das Namensmapping für Funktionen zu erklären. Ich glaube, das wird relativ klar. Wir erweitern das Beispiel um einen Punkt, nämlich um eine Funktion, die in unserer Klasse drin ist. Die heißt dann, wenn sie im Namespace foo ist, in der Klasse bar und bass heißt, dann wird die in C foo underscore bar underscore bass heißen. Also habe ich mir mal eine foo generiert, die ich da im Code irgendwo aufrufe, sodass ich mit dem GNU-Debugger da einen Breakpoint setzen kann. Das ist die zweite Zeile hier. Dann habe ich mein Programm gestartet. Dann sage ich ihm, hey, geh mal aus dieser Foo wieder raus und zeig mir, wie die lokalen Variablen aussehen. Und der letzte Befehl ist, printe mir mal bitte den Speicherinhalt von dieser Variable dann. Daraus habe ich dann tatsächlich, wie in der Schematik, diese Offsets errechnen können. Und ich konnte mir selbst ein Double Specs Struct definieren, dass ich hier einmal initialisiere und da glib Memory Operationen unterstützt, konnte ich mir das einfach rausziehen und konnte so quasi den Compiler-Bug umschiffen, weiterprogrammieren und mein Wochenende sinnvoll nutzen. Ich hoffe, ich muss nicht erklären, dass man das im Real Life überhaupt nicht tun sollte. Denn was passiert denn, wenn die Library, auf die ihr dependet, auf einmal ein AVI-Change hat, das ganze Ding fällt auseinander und ihr dürft nochmal von vorne anfangen. Also, das war so ein Test, mal gucken, ob es geht, und es hat funktioniert. Danke. Am Schluss möchte ich noch ansprechen: Compilen auf Windows. Eines der Kriterien war für unsere Sprachensuche damals, dass die Programme, die ich schreibe, auf den drei Main Desktop Operating Systems laufen sollte: Windows, Linux und Mac OS X. Und ich möchte zumindest den Windows-Part mal kurz ansprechen. POSIX-ähnliche Umgebung auf Windows ist MSys 2. Da befindet sich quasi so ein Pac-Man drin. Und ich habe dann auf Windows einmal eine Shell, die sich ungewöhnlich heimisch anfühlt. Und in der kann ich Pakete installieren, meine ganzen Dependencies ziehen. Da ist so gut wie alles, was man so für seine typische GTK-Anwendung ist alles, was man für seine typische GTK-Anwendung braucht, dabei. Also man kann da sofort loslegen. Und wenn man MSys noch nicht gehört hat, also es fühlt sich so ähnlich an wie Cygwin. Wichtig ist auch, es handelt sich um MSys 2. Es gibt ein MSys, aber das ist nicht MSys 2. Und da gibt es auch eine Pitfall, auf die ich gleich mal hinweisen will, die mich auch irgendwie so einen halben Tag lang aus dem Konzept gebracht hat. Es gibt da drei Umgebungen, die sich primär darin unterscheiden, wie GCC konfiguriert ist, gegen welche C-Standard-Library es linken soll. Es gibt einmal die Umgebung MSys 2. Die dient dazu, quasi Pakete für MSys 2 selbst zu bauen. Die linkt auf irgendeine, das ist so deren eigene Implementierung. Ich weiß nicht genau, was die ist. Allerdings, was wir für eine native Windows-Anwendung haben wollen, ist die MSVCRT, also die Microsoft Visual C Runtime ist das, glaube ich, ausgesprochen. Und die wollen wir für tatsächliche Programme, die wir ohne weiteren Kram an unsere Kunden oder unsere Open-Source-Konsumenten ausliefern wollen, gegen die wollen wir binden, weil die hat jedes Windows dabei, da brauche ich keine weiteren Dependencies. So, ich wollte noch zwei alternative Compiler ansprechen. Also das geht jetzt alles relativ schnell, weil ich möchte nur kurz angesprochen haben, ihr könnt das sicher alles nachschauen, wenn euch das interessiert. Und zwar, erst gestern kam wieder eine Mail auf die Vala-Mailingliste, in der ein Mensch erklärte, er würde in Vala Embedded-Entwicklung machen. Und ich habe herausgefunden, es gibt da irgendwie unter dem Schirm von Radare, das ist so ein Reverse Engineering Tool, ein POSIX-Vala. Das ist ein Vala-Compiler, der ohne glib auskommt, also mit dem ich tatsächlich hier meine Klassen ohne glib zusammenschrauben kann. Und für einige Anwendungen ist das durchaus sinnvoll. Also gerade wenn ich Low Overhead, wenn den Overhead klein zu halten, das Paramount ist. Dann habe ich noch einen Compiler für JavaScript gefunden. Der ist ein wenig älter, er funktioniert aktuell auch nicht, aber der hat mal funktioniert und das fand ich eigentlich auch ein cooler Ansatz. So, wir könnten mal nach JavaScript kompilieren, um mit Vala das Web zu erobern.
Und dann wollte ich noch ein nettes Projekt ansprechen. Und zwar, tut mir leid, das ist der falsche Link. Ich wollte Walum ansprechen. Walum ist ein Web-Framework für Vala. Das schreibt Artemix gerade auf GitHub. Das war vala-framework/walum ist das Repository. Also Web wird immer wichtiger. Also falls jemand mal Web-Backend mit Vala ausprobieren möchte, Walum ist euer Freund. Und dann sind wir auch schon am Ende des Talks angelangt. Ich würde jetzt noch kurz Q&A machen, wenn jemand Fragen hat. Ich höre sie mir gerne an und versuche darauf zu antworten. Mein eigener GitHub-Account ist Grindhold. Und da kann man sich diese Projekte, die ich gemacht habe, alle anschauen. Und da funktioniert das meiste auch relativ gut, was ich hier vorgestellt habe. Um einfach mal nachzulesen, wenn man selber irgendwie was machen möchte oder so. Wie ist das schon mal gelöst worden? Auch das GNOME-Projekt hat sehr viele Projekte, die funktionieren mit Vala. Unter anderem zum Beispiel die ganzen GNOME-Games. Die sind alle in Vala geschrieben mittlerweile. Die wurden zum Teil reimplementiert. Ist auch ein sehr schönes Nachschlagewerk für, wie arbeite ich mit Vala. Ja, happy hacking. Ich wünsche euch erstmal auch noch ein schönes Easter Hack. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Frage? Du hast vorhin gezeigt, dass man Int nullen kann. Wie ist da die Binary Representation? Also normalerweise, wenn ich einen Integer habe, dann kann ich mit dem ja keinen extra Nullwert abbilden. Also wie es intern funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß, dass du kannst hergehen und hinter jeden Typ in Vala ein Fragezeichen schreiben. Damit teilst du dem Vala-Compiler mit, dass der Wert dieser Variable, die du da definierst, nullable sein kann. Ich kann es aber leider, die interne kann ich dir nicht sagen. Also die initiale Frage ist, wie denn das Nullen von Integern auf internem Level aussieht, also wie die binäre Repräsentation davon ist. Und meine Antwort darauf war, ich weiß es nicht. Okay. Ja. Und zweite Frage, gibt es auch eine schöne C++-Integration? Als Konsument, um von C++ zu konsumieren oder als Beides. Also C++ ist ein bisschen blöd. Wir bei Vala freuen uns immer über C-APIs, weil C-APIs sind schön bindable, während C++-APIs, sobald sie quasi irgendwie eine Klasse im Header haben, blöd sind. Deswegen C-APIs sind der Weg zu gehen und bei C++ hast du leider Probleme. Gibt es weitere Fragen? Keine Fragen? Dann vielen Dank nochmal. Ich würde auch noch einen Workshop anbieten, wenn irgendjemand Lust hat, sich Vala mal näher hands-on anzuschauen. Ich kann euch gleich mal meine Decknummer geben, wenn irgendjemand Lust hat. Man kann sich jederzeit zusammen telefonieren oder ich bin irgendwo im Hackcenter, man erkennt mich an meiner grünen Mütze. Sollte nicht allzu schwer sein. Das wollte ich noch anbieten. Ja. Vielen Dank.